willkommen zu Breaking Point 2. Wir machen heute weiter mit Kapitel Nummer 9. Es ist eine große Sache, wenn dein Fahrer sein eigenes Ding durchzieht. Also gab es beim Team-Meeting einiges zu besprechen. Und? Wie hat Devin reagiert? Tja, er hat alles abgestritten und schob es auf die Funkverbindung. Und das kam mir komisch vor. Im Jahr zuvor, als ich noch Teamchef war, gab es schon mal sowas. Und der kam mir mit exakt der gleichen Ausrede. Natürlich. Kennen wir ja. In Ungarn die Geschichte, ne? So, Kapitel Nummer 9. Grand Prix der Emilia-Romagna. Wir sind in Imola. Nachdem so zwei Rennen in Imola so vielen Jahren durch Verständnisprobleme mit Devin Putin hat das Management von Konrad begonnen, Fragen zu stellen. Vor dem Start in Imola will Kaspar Klein von seinem Fahrer. Du wolltest mich sehen? Ah, da ist er ja. Du bist wirklich nicht leicht zu finden. Gut, dann lass uns doch gleich zur Sache kommen, Devin. Was ist los mit dir? Wovon redest du? Nun, du missachtest nicht nur die Teamanweisungen. Es gibt Gerüchte. Alle sagen, dass du abgelenkt bist und dass du sie komplett ignorierst. Ich sorge dafür, dass das Team gut funktioniert, wie ein Uhrwerk. Also versuche ich nur zu verstehen, was los ist. Ich sagte doch, check den Teamfunk. Das haben wir bereits. Am Funk liegt's nicht. Was ist da los? Gar nichts. Jetzt hör auf damit und sei nicht so respektlos. Okay. Ich hab's gehört. Zufrieden? Jetzt besser? Wieso das Ganze? Schon viel alles. Der Druck. Die Gerüchte, die seit Monaten kursieren. Komm schon. Du bist Devin Butler. Die Gerüchte kommen doch von dir. Du weißt doch, was sie sagen. Und was sie so schreiben. Er fährt mit Daddys Geld. Ich fang langsam an mir zu zweifeln. Oh. Okay. Lass uns daran arbeiten. Zum Beispiel könnten wir am Image des Teams was ändern. Das wäre super. Aber in der Zwischenzeit möchte ich, dass du einen Arzt aufsuchst. Nur zur Sicherheit, du hast heute noch einen Termin. Kaspar, das passt schon, okay? Jetzt steht erstmal ein Rennen an und ich muss mich konzentrieren. Na gut, okay. Aber direkt nach dem Rennen wirst du dahin gehen. Alles klar? Ja, klar. Badam. So. Geht. Mal kurz gucken, was die Mails sagen. Ja, na klar, die Ärzte. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier für den anderen? Wie sieht's aus? Alles gut. Trocken! Gehen wir mal rein ins Rennen. No? Na dann, auf geht's. Der Mensch bietet Druck auf und hofft, dass seine starke Leistung die Aufmerksamkeit des Teams von den Sorgen seiner Gesundheit ablenken wird. 7 Runden hier noch. Der McLaren vorbei. Das war Piastri, sind wir 16. So, was haben wir dann jetzt hier? Schließe das Rennen an. Okay, nur abschließen. Mehr nicht. Kein. Wir müssen nach vorne. Wir müssen nicht. Ne? Wir müssen gucken, so gut wie möglich, ein gutes Ergebnis wie möglich rausholen.
von Piazzi und Sargent. Wenn der Sonne gerade so ein bisschen ausfällt. Du kannst schon mal auf deiner Linie bleiben. Ja, okay, okay, alles gut. Wobei am Piastri schon mal. Das hatte ich natürlich gerne mitgenommen noch. Nur mal zu mich jetzt. So, Nico, der nächste, Hülkenberg. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen drin in der Runde. Das ist ein Bottas und Magnussen. Plätze 12 und 11 da vorne. Abstand zum vorausfahrenden Auto 2,1 Sekunden. Okay, danke. Das ist zu riskant, da kann ich nicht vorbei. Wobei wird das? Nächstes Magnus, ne? Gehen wir genau auf der geraden Fragezeichen. Wir haben ja doch DRS auf. Das könnte funktionieren also. Nein, ist es zu viel. Mal vorne nicht Hallo sagen, das ist zu kurz, das können wir nicht knicken. Vor allem der Fries in den Punkten. Jetzt ging der Fries, aber... So, schon vorbei wieder an... Nicht der Thomas Pial. Genau, ist unter Fries in der vor uns. So, vorbei an der Fritz. So, ich hoffe, dass ich jetzt noch den Norris kriege. Und dann müssen wir mal gucken, was da vorne geht. Jackson wäre der nächste. Ja, vier Runden wäre es vielleicht noch. Dann könnte man. Können wir so. Ich muss jetzt erstmal vorbei an Norris. Der bremst mich gerade mich auch ein bisschen weg. Vorbei an Norris und dann ziehen wir jetzt gerade alle. Wann ist er schon? Baden. Alles ist gut, wir haben bisher alles unter Kontrolle. Die Reifen dürfen die 4 Runden halten, 4, 6 nur noch.
Vielleicht ohne 26,7. Ich schenke gerade um. Klar, der soll ja zum Arzt, ne? Sein Gehör. Er hatte es vor uns verheimlicht. Ich glaube, er wollte es vielleicht selbst nicht wahrhaben. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Tja, blöd gelaufen. Wie ging es Ihnen? Tja, ich war am Ende. Aber ich war 5 Jahre dabei. Das ist doch was. Ich meine, wer kann da schon mit mir mithalten? Also... Und ich gehörte zu den Allerbesten, solange ich dabei war. Das werden alle bejahen. Wie haben Sie sich nach Devons Ausscheiden gefühlt? Wie ich mich gefühlt habe? Glücklich, zufrieden. Naja, Kapitel Nummer 10 werden wir uns dann bald angucken. Ich weiß noch nicht genau wann. Aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir eine neue Lösung. Eine dauerhafte. Und zwar schnell. Mitten in der Saison? Nein, unmöglich. In Anbetracht der Umstände, könntest du uns ein wenig Spielraum beim Vertrag einräumen? Ich habe die Prognosen. Erreicht Connorsport in der Konstrukteurswertung nicht den 5. Platz diese Saison, lohnt sich die Rendite nicht für mich. Das war unser Deal. Und der gilt weiterhin. Aber mit etwas mehr Zeit hätten wir die Möglichkeit... Stopp! Vertrag ist Vertrag. Und dann noch, ohne Devon als Fahrer, haben sich meine Interessen nun allein aufs Business verschoben. So ist das Geschäft. Und was jetzt? Was sollen wir tun? Also... Dein Vermächtnis ist dir anscheinend wichtig, Davidov. Als Vater kann ich das gut verstehen. Wenn also Devon, dein Sohn, nicht mehr fährt, fragen wir deine Tochter. Warum nicht Kelly den Sitz anbieten? Nein. California wird nicht bei Connorsport unter Vertrag genommen. Warum nicht? Das... Das bringt dem, der sie unter Vertrag nimmt, jede Menge kommerzielle Möglichkeiten, hm? Vergiss das Vermächtnis. Wir werden... Du wirst Geschichte schreiben. Und du würdest einem riesigen Talent den ersten Schritt in die Formel 1 ermöglichen. Du wirst es nicht bereuen. Komm, du weißt, dass sie es verdient. Die Tochter, die den Namen ihrer Mutter trägt, um mich zu kränken.
Sie würde nie zustimmen. Überlass das mal nur mir. Der Deal steht noch, Ackermann. Fünfter Platz, oder ich bin raus. Immer ein Schritt nach dem anderen, okay? Gut. Aber Kapitel Nummer 10 werden wir uns nicht mehr heute antun. Das werden wir uns dann in der nächsten Episode machen. Natürlich. Okay. Gut. Ja, tut mir leid, ich lehne ab. Ich habe jetzt keine Lust zu telefonieren. Ich bin nämlich raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's zu Kapitel Nummer 10. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe bitte gerade.